Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute gibt es das erste Finale, wenn ich mich nicht vertue, im Championship-Pokal. Ja, 2000 Münzen, ein Goldset gibt es zu gewinnen und ich habe ja diesen Pokal bis jetzt, glaube ich, einmal versucht. Das war ganz am Anfang von FIFA 14 und ich glaube, ich bin im Halbfinale rausgeflogen. Und jetzt gibt es das erste Finale und da probieren wir natürlich jetzt auch dann das Ganze abzugreifen, nämlich die 2000 Münzen plus das Goldset. Und da werde ich mit dem anderen Team spielen. Ich bezeichne es jetzt gerade einfach mal als anderes Team. Und letztes Spiel gab es ein 10:1. Das war natürlich eine ziemliche Ansage. Aber Gegner in Unterzahl, Innenverteidiger hat gefehlt. Dann geht es relativ schnell mit den Treffern. Also das möchte ich nicht überbewerten. Er hat am Anfang sehr gute 100%ige Chancen gehabt. Von daher kann das Spiel auch komplett anders laufen und ausgehen. Wie dem auch sei, wir stehen im Finale und haben jetzt natürlich die Chance, dann das auch zu gewinnen. Mit diesem Team bin ich noch ein bisschen sicherer und von daher werde ich es jetzt auch hier probieren, weil ich habe hier irgendwie fast die Torgarantie im Team, nämlich Benteke. Irgendwie muss ich auf den Außen durchkommen, irgendwie muss ich den Ball reinbringen und dann habe ich meistens einen Treffer, weil er sich durchsetzt. Finde aber jetzt erstmal keinen Gegner, der sich ja bereit erklärt, gegen Benteke zu spielen. Werde jetzt dann gegebenenfalls auch, ich wollte schon sagen, einen Cut ankündigen, aber wir haben unseren Gegner gefunden. Wir spielen zu Hause gegen Toasterman. Und der hat irgendwas mit Juventus Turin im Squad-Namen drin gehabt, glaube ich zumindest. Wir sehen es gleich, rechts oben steht's. Nee. Ah, Juventus Urin, ah so. Ja, das ist ein kleiner Gag, den kenne ich schon etwas länger. Und er hat dafür aber jetzt kein Team mit Juventus Turin, sondern ein 4-2-3-1 aus der Premier League. Vorne im Sturm Suarez, Schürrle links, Walcott rechts, Özil auf der 10. Den sieht man irgendwie gar nicht so häufig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, der ist einfach zu teuer. Und ich glaube, vielleicht das erste oder zweite Mal, dass ich gegen den spiele. Suarez finde ich auch, sieht man nicht so häufig. Vor allem weiß ich jetzt nicht, ob er wirklich im 4-2-3-1 als einzige Spitze geeignet ist. Ich denke, Suarez ist sehr geil für die Position auf der 10 in diesem System. Finde ich. Kann ich mir vorstellen. Oh, 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 das ist ganz, ganz schlecht. In der Vorwärtsbewegung da den Ball zu verlieren, das ist so doof. Und dann noch einmal. Also, jetzt ja, hätte ich es fast wirklich drum gebettelt, hier direkt in den ersten 5 Minuten in Rückstand zu geraten. So, raus. Er greift nicht richtig an, deswegen ich jetzt hier einfach schaue, welche Anspielstationen ich sicher anspielen kann. Ah, shit, ich dachte, Asamoah läuft weiter, aber es ist Konstant, der da oben steht. Okay, ah, schwach. Hätte ich sehen können, müssen, dass da... Habe ich, genau. Oh, wie er nachsetzt, der Arsch. Oh, und dann wird mein Verteidiger angelaufen. Wodurch ich dann jetzt gerade fast Probleme hatte, rechtzeitig einen Verteidiger reinzubekommen. So, Benteke. Da ist ja noch einer, den habe ich kaum gesehen. Ich habe gedacht, Benteke wäre frei. Aber da stand direkt ein Gegenspieler dabei. Das ist nicht so gut. Gegner spielt gut. Spielt sicher. Hat gute Aktionen bis jetzt in der Offensive. Verteilt gut den Ball. Offensive nimmt er mir sehr viel Anspielstationen. Und ich glaube, mit Suarez ist er sehr gefährlich. Könnte ein interessantes Spielchen werden. Mal sehen, ob sich Richards durchsetzt. Ja, macht er. Oh, Kolarov. Ich habe drauf gehofft, ich kann ihn drin halten und dann kann ich mit Richards reinflanken. Benteke steht in der Mitte. Ja, das wäre vielleicht eine gute Chance für das 1:0 gewesen. De Bruyne macht nichts. Er sieht den Ball auf sich zukommen. Er macht nichts. Es ist so geil. Schöner Heatjob. Jetzt spielt er steil spielen auf Suarez. Aber nee. So nicht, mein lieber Freund. Er fängt dann lieber den Ball ab mit Schürrle. Also er setzt mich gut unter Druck, nimmt gut Anspielstationen, läuft dazu. Antizipiert sehr stark, um es mal so zu formulieren. Und das ist die Gefahr, die bis jetzt mein Gegner... Bah, warum bringst du den nicht lang raus? Das ist bis jetzt die Gefahr, die mein Gegner hier auf den Platz bringt. Und er hat bis jetzt
deutlich bessere Chancen. Deutlich bessere Chancen. Wenn er 1-0 führen würde, ich dürfte mich nicht beschweren. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht über die Ecke. Kolarov hat einen sehr guten Schuss, soweit ich weiß. Also hat zumindest einen Power-Free-Kick. Und ich glaube, eine gute Schusskraft. Ob sich das auch durch Genauigkeit äußert, das weiß ich jetzt gerade nicht. De Bruyne ist durch. De Bruyne ist nicht im Abseits. Boah, knapp. Das ist natürlich fahrlässig getribbelt. Komm, komm. Oh. Schade. Das ist nämlich jetzt keine gute Flankensituation. Ja, kann er direkt abnehmen. Gegner ist gut. Hab jetzt ein bisschen auf die Ecke gehofft. Oh, Sturridge durch. David Luiz spielt den Ball in letzter Sekunde. Oh, Alter, willst du mich verkackeiern? Sowas kann man doch nicht mit gesundem Menschenverstand machen. Der Benteke. Oh ja. Komm, probieren wir einfach mal. Probieren wir einfach. Oh, Schuss geblockt von Agger. Und das gibt die Ecke. Oh, die kann gefährlich werden. Ja, ja. Ja, da ist er. Oh, ich weiß nicht wer. Ich glaube, das war Sturridge. Ja, Benteke jetzt geschafft. Benteke jetzt gemacht. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Da muss ich die Ecke genauer bringen. Und jetzt hier Miralasch durch. Hält ihn auch drinne. Flanke auf Sturridge, der setzt sich schön durch. Platziert den Ball auch sehr stark auf dem kurzen Pfosten. Aber der Ball wird gehalten. Jetzt machen wir hier den Flankenwechsel. Da ist oben nämlich schön viel Raum, wie ihr seht. Konstantin, der läuft. Er arbeitet sich jetzt die gute Flankensituation. Da ist Sturridge. Ah, Kolarov, der Außenverteidiger, gewinnt das Kopfballduell. Das ist unfair. Wow. Jetzt wird er gleich durchchippen. Er verteilt das Spiel. Das hat er gut gesehen, dass es nicht funktionieren wird und findet dann eine andere Lösung. Und das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal hier beim Gegner. Sturridge vielleicht? Oh, es ist Richards. Der steht in der Mitte. Aber der muss dann aus dem Stand, aus der Drehung einnicken und das gelingt ihm nicht. Ich glaube, da, wenn der richtig aufs Tor gekommen wäre, hätte der Verteidiger den geblockt. Jetzt ist Benteke durch. Aber er hat auch Richards und der hat nicht so die Probleme, auch mal den Benteke den Ball abzunehmen. Habe ich. Sehr gut. Und jetzt können wir vielleicht. Ja. Oben. Samoa, ne, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das funktioniert auch so gar nicht, wie ich es mir vorstelle. Von daher war das auch scheiße. Nochmal scheiße. Das war jetzt Richards hier. Ganz, ganz schwaches Dribbling von mir. Deswegen ich den Ball verliere. Will einen Doppelpass suchen. Ich bin aber noch dran mit Pogba. Zieht in die Mitte. Ohne den Ball, sehr gut. Und jetzt können wir vielleicht einen Konter einleiten, der sich gewaschen hat. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich hier. Zieh mal durch, du. Auf Asamoah? Nee, schade. Muss ich vielleicht aufs Tor schießen? Ergebnis aus. Plus 2 angezeigt. Ich denke, ich bekomme nur einen Angriff. Ich muss nur jetzt in die gegnerische Hälfte tief eindringen. Ansonsten kriegt mein Gegner vielleicht den letzten Angriff. Oh Gott. Jetzt hat er ein Problem. Da hat er jetzt aber ein ganz gehöriges Problem. Hat er jetzt ein ganz gehöriges Problem. Und da, De Bruyne mit dem Volley-Aufsetzer. Oh, jetzt geht's noch was. Das Kopfballduell gewinnen, es könnte tödlich sein. Schade. Aber war natürlich doof, dass die Flanke auf De Bruyne kommt, der das Ding Volley nimmt, anstatt auf Benteke, der den mit dem Kopfball reingewuchtet hätte. Also ich glaube, der Gegner war am Anfang deutlich besser in der Partie, aber so ab 25. Minute, 30. Minute habe ich das Spiel kontrolliert und auch die deutlich besseren Chancen kreiert, würde ich jetzt mal so einfach behaupten aus meiner Ego-Perspektive. Leichte Vorteile beim Ballbesitz, aber der Gegner
ist, glaube ich, recht effizient, auch mit wenig Ballbesitz, weswegen man das nicht überbewerten sollte. Asamoah ist jetzt durch. Nein! Doch, er ist durch, aber... das ist interessant! Aber es klappt nicht. Boah. Okay, jetzt müssen wir schauen. Sehr gut. Hat einen kleinen Fehler gemacht. Kann man vielleicht direkt ausnutzen? Nein. Sind wir den Ball? Ja. Okay, ruhig, Mann. Der steht gerade mit sehr vielen oder drei direkt vor meiner Nase. Wenn man da nicht ruhig macht, dann spielt man schnell einen Fehlpass und verliert den Ball direkt wieder. Und das wollen wir verhindern. Kontrolle über das Spielgerät sollten wir haben. Die ist wichtig. Wenn der Ball bei De Bruyne ankommt. Ganz, ganz ungewöhnliche Lösung, die er jetzt hier gerade findet. Hatte ich jetzt eine ganz, ganz kleine Lücke in meiner... Oder es war eigentlich eine ziemlich große Lücke in der Abwehr, aber ich hatte genau die Spieler so stehen, dass er Schuss oder dass er Pass geblockt werden kann. Und daher war es nicht ganz so gefährlich. Weil sein Passgeber einfach nicht die Räume hatte, um den Pass gut zu spielen. Sturridge läuft gerade. Sturridge läuft! Sturridge schießt! Und macht das 1:0! Geil! Frühzeitig gesehen, dass Sturridge einen guten Lauf macht und den dann anspielen können. Und der nimmt den Ball sehr gut an. Und verwandelt den Ball sehr gut. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist vielleicht gut gesehen und gut gespielt, aber das wird trotzdem nicht immer funktionieren. Von daher Glück in dem Sinne, dass das wirklich dann auch geklappt hat. Und so gehen wir in Führung. Und das ist wichtig gegen diesen Gegner. Denn er ist stark. Muss ich ganz klar sagen. Er ist wirklich mit Abstand jetzt der Beste in dem Goldpokal hier. Oder in dem Championship-Pokal, den ich gespielt habe. Gut in der Defensive. Gute Aktion in der Offensive. Das war ein bisschen unkonventionell. Da habe ich die Situation gerade falsch eingeschätzt. Hätte mit Pogba auch den Schuss suchen können. Das ist überflüssig. So ein Heal-Job ist kompletter Quatsch. Da verlangsamt er nur das Spiel, nimmt sich selber Möglichkeiten und streckt den Ball jetzt trotzdem erfolgreich nach vorne. Nur dann wird es unsauber und dann verliert er auch direkt den Ball. Sturridge geht wieder, aber der ist meilenweit im Abseits. Ich breche ab! Der Schiedsrichter pfeift trotzdem. Es nervt. Ich breche extra bewusst ab, damit das laufen lässt. Diese frühzeitigen Abseitspfiffe, die nerven. Oh, ganz, ganz dumme Idee eigentlich. Wenn ich da den Ball von Özil abgenommen bekomme, wo es nach ganz stark aussieht, dann kann ich direkt in die Spitze spielen, kann direkt einen heftigen Konter laufen und er kann super gut 2:0 stehen. Sturridge wieder mit... Er dreht sich um und bleibt kurz stehen. Das nervt. Oh! Ich hatte nicht gedacht, dass er so doof ist und den kurz anwirft. Deswegen habe ich schon den Spieler abgewählt, weil ich dachte, pff, never ever wird er den kurz abwerfen. Und er macht es. Deswegen hatte ich dann leider den Spieler nicht mehr und konnte den Ball nicht aufnehmen. Ja, mit sowas rechnet man auch nicht. Jetzt gibt es Gelb für Özil. Boah. Nächste gelbe Karte. Denke ich. Ja. Fernandinho. Ah, shit. Konstant meilenweit im Abseits. Meilenweit. bzw. 73. Minute. Langsam beginnt die Endphase. Gut von Konstant. Oh, der ist nicht im Abseits, glaube ich. Kommt, oh, er ist nicht im Abseits. Er ist im Abseits. Ah, ganz knapp. Guck mal. Ja. Da geht er volles Risiko, weil er mit dem Spieler stehen bleibt. Mit dem Abwehrspieler. Aber der Torhüter wäre auch da gewesen. Ich glaube, ich hätte nicht mein Tor gemacht. Sturridge wieder. Sturridge startet wieder. Wieder am Abseits. Schade. Sturridge macht geile Läufe. Und ich bin in der Lage, das gerade auch zu sehen und anzuspielen. Nur. Er ist immer am Abseits. Ich mach's ein bisschen zu spät.
Doppelpass, nicht im Abseits diesmal. Hol den Torhüter wieder raus. Boah, faul. Ich habe aber keinen guten Schützen. Ärgerlich. Es war natürlich jetzt volles Risiko im Gegner und wurde belohnt, weil es kein Tor wird. Aber, ja, De Bruyne ist kein guter Schütze dafür. Am besten Willen nicht. Ich werde es wieder so machen, wie ich es mal letztens schon mal gemacht habe. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Boah, geil. Richtig schön. Gute Idee, gut umgesetzt. Und dann Sturridge den Ball gut angenommen und den auch noch perfekt in die lange Ecke geschlänzt. Und ich denke, boah, geil. Geiler Abschluss zum 2:0. Auch hier, wenn ihr euch gerade fragt, wie geht das denn bitte? Wir haben ein Freistoß-Tutorial-Video in FIFA 14 dazu. Das hat Georg gemacht. Zu Tactical Free Kicks. Dann wisst ihr, wie sowas geht, wie man solche Läufe... Oh, scheiße. Ach Mann, ich rede von Entscheidungen und es ist nur ein 2:0, was ich direkt im Gegenangriff verliere. Gott. Also, da reinschauen, dann wisst ihr, wie das geht. Aber jetzt sollten wir uns auf das Spiel konzentrieren. Denn ich habe gerade... Er hat einen richtig geilen Pass durch meine Innenverteidigung gespielt. Und hat mich da ordentlich gut ausgehebelt. Von daher geht das in Ordnung. Auf die Bräune. Ich wollte eigentlich eine Schusstäuschung machen, aber De Bruyne macht gar nichts. Gar nichts macht er. Er macht gar nichts. Das war so eine gute Situation. Komm. Ich habe gehofft, dass er irgendwie Scheiße klärt. Er klärt ganz vernünftig, aber er klärt zumindest mir zu mir. Knapp. So eng alles. Oh, jetzt hat Walker den Ball und er ist schnell, aber er spielt überhastet. Viel zu überhastet. Der kann mit Walker durchlaufen und er wird sich den hundertprozentigen Flankenspot erarbeiten. Von daher kann ich das überhaupt gar nicht verstehen, dass er jetzt gerade da so überhastet den Ball auf Suarez spielen möchte. Wow, knapp. Sturridge fast mit dem dritten Treffer. Wenn er da rankommt, dann ist Feierabend. Ich krieg den Verteidiger nicht ausgewählt, der bei Özil steht. Das ist so nervig. Sehr schön. Doppelpass. Doppelpass? Ja, geiler Doppelpass. Er holt den Torhüter raus. Ich probiere ihn zu lupfen. Komm nicht ran. De Bruyne. Boah, David Luiz blockt den Ball. 90. Minute. Der wäre halt hundertprozentig reingegangen. Ist aber egal. Denn ich habe das Spiel gewonnen. 2:1. Puh, Gegner hat gut gespielt, aber ich denke, der Sieg geht absolut in Ordnung. Ich hatte im Endeffekt die einfach besseren Offensivaktionen. Ich glaube, in der Abwehr haben wir uns nicht so viel gegeben. Aber ich habe es dann teilweise einfach konsequenter ausgespielt. Bis auf den einen, ja, schönen Pass auf Suarez zum 2:1 hat er, glaube ich, wenig hundertprozentige sich kreieren können. Und das war dann das Entscheidende. Und damit konnten wir das Turnier gewinnen. Zum ersten Mal Championship gewonnen. Und es gibt auch ein Goldpack, was wir dann gleich öffnen werden. Und man sieht es, also es ist durchaus eine Dominanz da gewesen. Ich habe das Spiel gut kontrollieren können und ich bin sehr zufrieden. Das war ein guter Gegner und ich habe gut gespielt. Und jetzt gibt es das Goldpack. Ich mache mir null Hoffnung, dass da irgendwas Tolles drin ist. Aber, you never know. You never know. Und vielleicht wird man ja belohnt dafür, dass man diesen Pokal gewonnen hat mit einem besonders guten Pack. Man sieht es ja auch gerade, damit ihr nochmal eine Vorstellung habt, wie lange ich im Voraus aufzeichne. Ronaldo ist gerade als Second Inform da. Nur, der ist vor kurzem rausgekommen. Heute ist nämlich Donnerstag. Gestern ist er rausgekommen. Wir ziehen jetzt einfach Second Inform von Ronaldo. Was geht? Was geht? Wir lassen es laufen. Und es ist, och Kotscha, nee, och hoa. Der mexikanische Torhüter, der war mal richtig gut. Der hatte mal eine 84 oder sowas. Jetzt ist er eigentlich eher so richtig scheiße. Eboué. Oh, ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Kann ich mir vorstellen, als Außenverteidiger, aber bringt mir nichts. Eher so das semi-gute Pack. Naja, gut. Dennoch bin ich zufrieden, auch wenn das Pack jetzt nicht so der Mega-Knaller war, dass ich das gewinnen konnte. Und ich kann mir vor, also das ist jetzt die letzte Folge, die ich übrigens vor meinem Urlaub aufzeichne. Muss ich jetzt alles noch fertig bekommen und hochladen, das wird spannend. Aber
Ich glaube, ich kann hier alles ablegen, oder? Ja. Gut, also alle raus. Und das soll es dann gewesen sein. Ich denke, wie gesagt, das nächste Mal, wenn ihr mich hört, dann bin ich hoffentlich entspannt. Es kann sogar sein, dass die nächste Folge auf PlayStation 4 ist. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es hängt davon ab, wie es alles ausgeht, ob alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber das kann passieren. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich dann ja das hier einfach so fortsetze oder wie es genau funktioniert. Ich bin gespannt, was sich bis dahin alles ergeben hat. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen ungefähr. Und so lange war ich echt noch nie weg in der Zeit, seitdem ich YouTube mache und nichts gemacht habe. Echt die längste Pause, denke ich. Ja, vielleicht zwischen Neujahr oder sowas, aber naja. Gut, ich möchte nicht jetzt hier lange drum herum reden, weil wenn ihr das jetzt gerade hört, dann bin ich wahrscheinlich schon bald wieder zurück. Von daher möchte ich es jetzt beenden. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Komm. Boah, Ding. Ja. Ja. Nein. Was? Scheiße. Fuck, Alter.